Maxi für Eingeschenkt TV zusammen mit Hans-Peter, einem Schweizer, der seit 21 Jahren hier in Russland lebt. Und meine erste Frage an dich, Hans-Peter, erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und meine erste Frage an dich ist, was dich überhaupt nach Russland getrieben hat, sag ich mal. Welche Motivation steckte da dahinter? Also ich habe mal in der Schule in der Schweiz per Zufall, möchte ich sagen, Russisch gelernt als Freifach und habe das dann immer ein bisschen ausgebaut. Und daneben habe ich Agronomie studiert und war in der Landwirtschaft. Und als dann die 90er Jahre kamen, ging diese Zusammenarbeit mit Osteuropa los. Und da hatte ich als Agronom, der Russisch konnte, hatte da gute Chancen, gute Möglichkeiten. So bin ich eingestiegen mit der Schweizerischen Osthilfe und bin dann damit nach Russland gekommen. Mhm. In dem Gespräch würden wir gerne so ein bisschen, ja, du hast jetzt seit 21 Jahren Russland erlebt, es sind auch sehr unterschiedliche Zeiten gewesen und es gibt in Deutschland so gewisse politische Vorurteile, sowohl in den Alternativmedien als auch in den Mainstream-Medien über Russland und über die Politik in Russland. Meine erste Frage wäre, ja, so etwas, was man sehr oft hört, ist, wenn man Russland, russische Politik hört, ist Oligarchen und Korruption. Wie ist denn dein Eindruck? Wie hat sich das vielleicht auch gewandelt in den letzten Jahren, wo du hier warst? Ja, also es ist eben sehr wichtig, womit man es vergleicht. Es gibt sicher heute auch immer noch Probleme mit Korruption, das ist ganz klar in Russland. Es gibt immer noch die Oligarchen, aber wenn man es vergleicht mit der Situation in den 90er Jahren, als ich da hinkam, dann hat sich schon sehr viel verbessert hier. Also, und die Russen selber, die spüren das, dass es in vielen Bereichen ist es besser geworden. Und das ganze System in Russland läuft, also funktioniert heute wieder viel besser als vor 20 Jahren der Fall war. Hat das auch was mit der Ernennung Präsident Putins zum Präsidenten zu tun? Also war da wie so ein Wandel quasi sichtbar, wo man sagt, jetzt kam Putin und jetzt wurde es besser? Oder wie war da dein Eindruck? Ja, das kann man schon so sagen. Also bis in den 90er Jahren ging es eigentlich fast nur runter. Und vor allem dann kam die Krise 1998, die Währung um das Vierfache verloren hat und die Russen waren eigentlich ziemlich verzweifelt, hoffnungslos und sie hatten einen Präsidenten, der herumtorkelte, schämten sich über ihren Präsidenten und dann kam dieser Putin und da kam plötzlich einer, der Klartext gesprochen hat, der sich ziemlich gut, also sehr gut ausdrücken konnte und die Sprache der Leute sprach. Und das gab dann wie einen Ruck und die Leute haben Hoffnung gekriegt, da kommt einer, der kann das Schiff, das Ruder wieder rumkriegen. Ja. Kann man jetzt sagen, nach den Jahren, wo Präsident Putin jetzt an der Macht ist, hat sich da in gewissen Bereichen was geändert oder kann man fast schon sagen, dass sich allgemein was geändert hat? Kannst du vielleicht auf einige Bereiche eingehen, wo du vielleicht auch für dich persönlich einen Wandel festgestellt hast? Also in sehr vielen Bereichen hat sich einiges geändert in Russland im Vergleich zu früher und das erste ist natürlich der Wohlstand. Also der Wohlstand hat in den, sagen wir so ab 2003, 2005, jedes Jahr haben die Leute praktisch 10% Reallohnzuwachs bekommen. Und das ist natürlich ein enormes Wachstum vom Niveau, das sie vorher hatten. Es ging ihnen besser und der Staat fing wieder an zu funktionieren. Zum Beispiel die Renten wurden wieder ausbezahlt, die Löhne wurden wieder bezahlt, die Wirtschaft wuchs. Das sind alles Sachen, bei denen es vorher runterging. Und das verbinden die Leute natürlich mit Putin. Vielleicht ist es nicht nur Putin, es war natürlich auch der Ölpreis, der hochging. Aber Putin hat doch am Anfang seiner politischen Laufbahn als Präsident ein paar sehr wichtige Reformen aufgegleist. Zum Beispiel die Justizreform, die Bodenreform und noch einiges andere. Und er hat vor allem die Oligarchen von der Macht weggekriegt, was wirklich ein ganz wichtiger Faktor war. Denn vorher wurde die Politik in Russland eigentlich von den Oligarchen geführt. Man hört auch, also in den Mainstream-Medien hört man ganz oft, wenn man was über Putin hört, dass er die Opposition gewaltsam niederschlägt oder überhaupt unterdrückt. Die Meinung unterdrückt und auf der anderen Seite hört man in vielen Alternativmedien, ja, RT und so, dass er wirklich sehr, sehr hohe, exorbitante Zustimmungen hat, ja, bis zu einfach sehr hohe Prozentzahlen. Und wie ist dein Eindruck?
als jemand, der jetzt in der russischen Bevölkerung quasi mit drin lebt, wie empfinden die Russen ihren Präsidenten? Ne? Also die Unterstützung für Putin ist sicher sehr hoch. Das ist ohne Zweifel so. Ich würde sagen, etwa 80% der Leute unterstützen Putin und sie setzen ihre Hoffnungen in Putin und sie sehen auch, dass es ist eben ein Politiker, der nicht nur gesprochen hat, sondern er hat auch geliefert. Das ist ganz klar. Und solche Leute, er hat das Vertrauen der Leute. Und das mit der Unterdrückung der Opposition und so weiter, das wird natürlich im Westen wahnsinnig übertrieben. Weil das wird es schon irgendwo mal geben. Aber ich persönlich, ich bin ja ein Beobachter, ich lebe ja in der Provinz und ich sehe das überhaupt nicht so. Die Russen sind selber viel konservativer eingestellt als wir im Westen. Und das ist ein gesellschaftlicher Prozess, der abläuft und der hängt nicht von Putin zusammen. Also ich denke, ein großer Fehler im Westen ist, dass man auf Russland schaut und immer nur die Frage Putin ja oder nein. Ja. Und das ist völliger Unsinn. Russland ist ein riesengroßes Land und mit sehr vielen Facetten und Putin ist ich würde sagen, er ist einfach ein guter Politiker, in meiner Meinung und in der Meinung von vielen Russen. Vor kurzem habe ich mich hier mit einer jungen Russin, 22 Jahre, unterhalten und sie meinte wohl, die Jugend wäre sich recht einig in einer gewissen kritischen Haltung zu Präsident Putin. Kannst du das bestätigen? Gibt es einen Unterschied zwischen der, ich sage jetzt mal, arbeitenden Bevölkerung und der Jugend hier im Land? Ja, das glaube ich sofort. Also ich denke, die Jungen sind, die heute vielleicht 20-jährig sind, die sind in einer anderen Zeit aufgewachsen und die sind viel unabhängiger und viel freier in ihrer Meinung. Und die haben natürlich ein bisschen eine andere Einstellung und lassen sich nicht mehr so viel sagen. Also die Älteren, es gibt hier in Russland einen ganz großen Generationenkonflikt, das ist ganz klar, weil eben die Zeiten so geändert haben. Und dass die Jungen kritisch sind, das glaube ich sofort und das merke ich auch selber. Und es kommt noch dazu, dass sie halt die schwierigen Zeiten vielleicht nicht selber so stark erlebt hatten, die 90er Jahre. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Also deshalb sind sie vielleicht ein bisschen, sagen wir, ist ihnen die Stabilität zum Beispiel weniger wert? Also für die meisten Russen ist Stabilität sehr wichtig, weil sie erlebt haben, was auf sie zukommt, wenn das Chaos ausbricht. Und das haben die Jungen nicht. Also diesen Generationenkonflikt gibt es. Ja. Und welche Kritikpunkte tut die Jugend da Präsident Putin entgegenbringen? Und sind die deiner Meinung nach legitim? Ja, also es gab ja vor allem diesen Punkt Korruption. Korruption gibt es in Russland, das ist gar keine Diskussion. Die gab es früher und die gibt es heute. Ich würde sagen, früher gab es noch viel mehr Korruption. Also in den 90er Jahren waren die korruptesten Zeiten, die ich erlebt habe, je. Und heute hat sich das gebessert. Man muss eben immer wieder sehen, womit man es vergleicht. Und die Korruption auszurotten, das ist ein schwieriges Unterfangen. Ich denke, das ist eine Generationen, zwei, drei Generationen Aufgabe. Und die jungen Leute machen sich vielleicht da ein bisschen Illusionen und die Älteren sehen das ein bisschen calm down, es geht nicht so schnell. Und für sie ist Stabilität eben sehr viel wichtiger. Ein anderes Vorurteil, was man oft hört in den westlichen Mainstream-Medien ist die Demokratiefrage hier im Land. Ja, also wie stehen die Russen deiner Meinung nach zur Demokratie nach westlichem Vorbild, sage ich mal? Ja, also ein Problem, das ich meine festgestellt zu haben, war, dass die Demokratie gleichzeitig mit dem Kapitalismus eingeführt wurde. Und die wurde praktisch verkauft. Das heißt, in den 90er Jahren, wer Geld hatte, wurde gewählt. Und das ist war und ist immer noch ein Riesenproblem in Russland, dass da diese Clans hocken, diese Leute, die eigentlich nur wegen dem Geld gewählt wurden. Weil die Leute waren nicht bereit für die Demokratie und weil der Kapitalismus eingeführt wurde, wurde das einfach verkauft. Und das Problem ist, dass die lokalen Eliten, sehr viele von denen sind eben diese Leute, die dank Geld in die Politik kamen und die Politik, also die Demokratie praktisch in Beschlag genommen haben. Und deshalb ist die Demokratie Ende der 90er Jahre eher in Verruf gekommen in Russland. Sie haben nicht das erreicht, es hat nicht das gebracht, was sich die Leute erhofft haben.
Und ich würde sagen, aus meiner Sicht heute, also im Jahr 2017, gibt es in Russland mehr Demokratie als im Jahre 1997 zum Beispiel. Das ist für mich ganz klar, weil die Strukturen vor Ort und so weiter, die arbeiten wieder besser und es gibt mehr gesellschaftliche Diskussion. Es ist genau umgekehrt, wie es im Westen in der Presse dargestellt wird. Wie sehr vieles eigentlich genau umgekehrt ist für den lokalen Beobachter. Ja, hast du auch gleich das nächste Thema angesprochen, worauf ich gerne zu sprechen kommen würde, das sind die Medien. Ja. Man hat jetzt im Westen gerade im Ukraine-Konflikt gemerkt, dass die Mainstream-Medien wirklich sehr einseitig, sage ich mal, da berichtet haben. Das haben viele Leute gemerkt und auch so festgestellt. Und auf der anderen Seite haben sich dann viele eben RT angeschlossen, sage ich mal, haben dann angefangen, RT zu schauen, die deutsche Variante. Wie würdest du die westlichen Medien und die russischen Medien in ihrer Berichterstattung, vielleicht sogar an diesem Fall speziell, vergleichen? Ja, also als erstes würde ich mal sagen, jedes Medium ist einseitig. Jeder Standpunkt ist von Natur aus einseitig. Damit müssen wir leben. Aber wenn ich schaue, wie die westlichen Medien über Russland oder gerade eben den Ukraine-Konflikt berichten und wie die russischen Medien über den Ukraine-Konflikt berichten, dann habe ich den Eindruck, von meinem Standpunkt aus, dass die russischen Medien im Gesamten um einiges näher an der Wahrheit sind. Ich würde es mal so vorsichtig ausdrücken. Und ich habe eigentlich früher das Gefühl gehabt, im Westen, ja, der Blick auf Russland ist gefärbt durch alte Vorurteile, durch viel Ignoranz. Also man weiß viel zu wenig über das Land und dann auch ein bisschen Arroganz. Also wir wissen es sowieso besser. Also diese drei Sachen, die geben schon ein sehr gefährliches Gemisch. Aber seit der Ukraine-Krise ist mir klar geworden, dass da was noch anderes dahinter ist, dass das also gesteuert ist. Also da wurde für mich ganz klar, dass die Berichterstattung des im Westen über Russland und über die Ukraine ganz klar gefiltert wird. Was ich festgestellt habe, wenn ich hier in Hotels oder Restaurants sitze, man sieht oft Musiksendungen oder andere TV-Berichte, die auf der einen Seite habe ich, wie gesagt, festgestellt, dass Russland eben ein Land ist, was die Tradition sehr achtet und die auch bewahren möchte. Und das haben ja auch viele Leute gesagt, mit denen ich hier geredet habe. Auf der anderen Seite sehe ich aber in meinem Auge einen sehr westlichen Einfluss, was eben zum Beispiel Musik angeht, auch Radio. Wir haben gestern Radio gehört, als wir nach Moskau gefahren sind. Und sehr viel englische Lieder, auch die Läden, ja, sind auch bestückt mit viel Coca-Cola, westlichen Produkten. Man bekommt teilweise kein russisches Bier, sondern belgisches, tschechisches oder deutsches Bier in den Restaurants. Das heißt, wie sehr hat man eben auf der einen Seite diesen Ost-West-Konflikt und auf der anderen Seite sind aber auch eben diese Westprodukte oder ja, diese westliche Kultur eigentlich auch schon ein bisschen angekommen in dem Land. Wie ist da dein Eindruck? Also es ist so, die Russen haben sich nach der Wende extrem geöffnet. Und ich war ja im Jahr 91 das erste Mal in Russland, genau während der Zeit des Putsches. Und ich habe gemerkt, welche Hoffnungen, dass die in diese Öffnungen gesetzt haben. Und ich habe schon damals gespürt, das kommt nicht gut. Und es kam, die haben eine richtige Bauchlandung gemacht, weil vom Westen haben sie eigentlich sehr viel schlechte Sachen übernommen, würde ich sagen. Also sie sind nicht dahin gekommen, wo sie eigentlich hin wollten. Aber das heißt nicht, dass die Russen gegenüber dem Westen irgendwie verschlossen sind. Nein, sie wollen ja dasselbe wie im Westen auch, also vor allem die Jungen. Sie wollen leben, sie wollen Wohlstand, sie wollen sich unterhalten. Das ist alles dasselbe hier. Aber man hat ein paar schlechte Erfahrungen gemacht mit diesem westlichen Einfluss und heute ist man vorsichtiger und versucht, es gibt wieder ein bisschen eine Bewegung zurück, dass die Russen sich auf ihre eigenen Wurzeln besinnen und vor allem auch ihren eigenen Standpunkt und ihre eigene Stärke ausspielen wollen. Hans-Peter, ich danke dir recht herzlich für dieses Gespräch und ja, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr vielleicht wieder hier im Rahmen der Freundschaftsfahrt und dann können wir vielleicht nochmal andere Themen beleuchten. Ja, also es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Okay, danke dir. Ciao. Ciao.